Fränkel Fortzelt. Heute. Minecraft-Spezial. Zu Gast in der Minecraft-WG. Naja, also ich sag mal so, ich glaube, eine hat ja schon gesagt, ne, das Glashaus, ne, das ist ja das, was ich hier darstelle, ne, ich stelle hier quasi eine Redensart dar und gleichzeitig ist das natürlich ein Monument für Luke, ja, also ein Monument, Mone ist meine Frau und das Wortspiel mit Monument und Monument ist euch vielleicht nicht entgangen, das ist ja so brillant. Oh. Und für Luke, das ist halt unser 12 Wochen alter Sohn, ganz einfach. Ich befürchte, nur nächste Woche wird jemand das Schild abreißen und das, das Monument zu einem Monument machen, weil der denkt, das wäre ein Schreibfehler. Ich mache hier jetzt keine Schild ab. Das macht also, nichts, es bleibt in euren Herzen. Ja, genau, und in der Aufnahme ist es ja eh ganz richtig. Ganz groß eingeblendet ist es jetzt. Moment, so. Ein Monumentflug. Jetzt ist es nicht mehr in der Aufnahme. Genau, und natürlich steht da hinten so ein Pseudostuhl und das soll sagen quasi, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Ne? Ist das nicht brillant? Du hast einen Holzblock oben falsch hingesetzt beim Stuhl. Ach Quatsch. Das ist doch sein. Das ist postmodern, das ist Na gut. So, dann kommen wir jetzt mal her, Turm hochlaufen. Komm mal hier hinten, hier bin ich. Ich verstehe immer irgendwas mit Tumor. Wo bist du? Tumor, ja, wir machen jetzt einen Tumor. Ja, du musst den Tumor jetzt nach oben laufen. In einer 8. Jetzt weiß ich wenigstens, wofür du den Stuhl haben wolltest. Ey, das ist gar nicht so blöd, wenn man sich das mal so betrachtet. Ja, sag ich doch. Ich habe euch also kann ich meine Wertung nochmal ändern? Ich finde es nämlich eigentlich jetzt doch ganz geil. Tja, ach Mann. Ja, das ist schön. Ich habe zwar keine Ahnung von Minecraft, aber es ist ganz toll, dass ich euch mal intellektuell gepflegt überfordert habe. Das ist toll. Ich habe den tieferen Sinn erkannt. Bist du noch hier hinter uns? Versuche zu folgen, ja. Das ist nicht schwer. Ich renne meinem Freund Riocat hinterher. Intellektuell zu ja, was ich noch sagen wollte, der Witz ist ja bei uns ins Haus. Zimmer. Das wollte ich ja sagen noch. Der Witz ist ja, bei uns im Haus ist noch eine Leia eingezogen. Ja? Ein Mädchen. Das Problem ist nur, die ist schon 11. Das heißt, wenn Luke dann mal Lust auf sie hätte, was ja eigentlich nicht geht, weil das eigentlich die Schwester ist, aber theoretisch, dann ist das schon eine alte Schachtel. Deswegen. Oh, das war im Film aber auch nicht anders, du. Komm mal hier rein. Da hatte Luke auch Bock auf die Schwester und dann. Ja, sag ich doch, eigentlich, aber das darf man doch nicht. So, was und jetzt rennen wir den Turm hier hoch, ja? Und zwar empfehle ich dir, in eine 8 hochzurennen. Mal gucken, Was? Ja, in eine 8 hochrennen. Da kann man ja runterfallen. Richtig. Ja, sicher. Das ist ja total blöd. Ja, und zwar rennen, ne? Also hallo, das muss für mich doch behindertengerecht gemacht sein. Jetzt renn einfach hoch. Kann ich überhaupt rennen, wenn ich Treppen steige? Nein, ach, du kannst nur nochmal gehen. Ach, das sind aber ja Stufen. Oh Mann, ihr seid ja total gut ausgerüstet. Bei uns gibt's doch gar keine Stufen. Ist egal, einfach hochrennen. Ich empfehle dir eine 8, weil das ist am einfachsten, finde ich. Ich weiß keine Ahnung, was du meinst. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Guck mal, wo er bleibt. Ich bin schon lange oben. Ich bin ja auch eine halbe Stunde später losgelaufen. Ja, da sind wir mal gespannt, wie die hier unten ankommen, die Herrschaften. So, jetzt ist es noch besser. Jetzt kommen wir hierher. Hier zu mir. Warte mal, ich muss reingucken. Ja, erstmal guckt er sich in die Kisten rein, ist auch gut. So. So, genau. Da geht's nämlich runter. Muss das Wasser treffen. Warte, lass mich mal bitte vor, damit ich das von unten nicht sterben. Angucken kann. Ich hab das auch noch nicht gesehen, weil bei uns ist eigentlich das Ziel zu sterben. Wir haben den Turm gebaut, damit wir uns umbringen können. Ach so, weil ja, wir unser eigenes Elend nicht ertragen können. Das war eigentlich der Sinn. Soll jetzt ins Wasser springen, ja? Nein, da jetzt springen wir runter. Ja, du solltest ins Wasser springen. Also wenn du sterben willst. Ja, das sieht gut aus. Jawohl. Yay! Du kannst einfach rausgehen hier unten. Rios, nicht hoch, nicht hoch. Du musst oben rausgehen. Was? Hier kommst du raus. Ah! Rio wollte dich mit Rotterwalle töten. Gar nicht, weil dem nur ein weiches Landeplatz. Ja, wie gesagt, ich war noch nie in einer richtigen, doch einmal auf einer anderen Map war ich mal. Doch, stimmt. Ich lüge. Ich war bei den Kollegen mal auf einer Map. Was soll er noch machen? Schlag was vor. Singen, okay. Singen, ja, komm. Singen. Mitkommen. Danke. Singen. Kannst du schon mal dran gewöhnen, denn oh ja, wir lieben es, wenn man Kinderlieder auf Minecraft umfränkelt. Ja, dann kannst du dich total noch nicht. Aber da du mit Minecraft nicht auskennst, kannst du auch normales Kinderlied singen. Oder irgendein anderes Lied. Ja, oh bitte, wir lieben es. Ihr habt doch extrem einen an der Waffel, das ist ja unglaublich. Du kannst aber auch, das Witzige ist, du kannst dir hier sogar Instrumente ordern, ja. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst die kleinste Geige der Welt oder so, kein Problem. Was will ich mit der kleinsten Geige der Welt? Ach so, zum Singen oder was? Hintergrundmusik, ja. Du musst halt mit das Mikrofon gehen, ist ja logisch, ne? Aus wie ein Pimmel. Dieser rote Fleck da. Hallo, das sieht aus wie ein Pimmel, da gehe ich nicht hin. Das ist ein Mikrofon, geh da hin jetzt. Das ist das Fleischmikrofon, geh hin. Oh. Fleischflöte, na gut. Da hat was miaut. Wo kann ich denn rein? Nur vorne? Ja, du musst von vorne reingehen.
Wir haben keinen Backstage-Eingang. Auch traurig, ey. So, jetzt, die bärtige Frau. Ja, was? Achso, ich muss singen, jetzt muss singen. Bärtige Frau. Gib dir gleich bärtige Frau. Was du singst, ist uns egal. Hauptsache, du singst. Ja. Die hat es halt nicht so mit dem Rasieren. So wollte ich machen. Ja, rasier dir gleich mal was, ey. Ja, wäre eh wieder nötig. Hätte ich gar nichts gegen. Dann singe ich mal. Was singe ich denn? Ich singe ein ganz tolles Lied, glaube ich. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das weiß ich nicht. Für das Minecraft-Vaterland, das geht nicht. Ja, singt doch ihr. Singt doch ihr, ich guck zu. Nein, ich krieg's jetzt nicht gebacken. Ich krieg den Text nicht gebacken jetzt. Also, sonst singe ich vielleicht noch Brühe im Glanze oder sowas. Brühe im Glanze, genau. Brühe. Das war immerhin ein Satz, was wollt ihr? Na gut, sind wir damit zufrieden? Sind wir damit zufrieden? Ihr habt ein anderes Lied vielleicht. Performance abgeliefert. Alle meine Entchen oder? Nee, alle meine Entchen habt ihr jetzt schon viel zu oft. Das singt ja jeder. Wie wär's mit, Dichte doch mal, du kennst es doch sicherlich, dichte doch mal No Milk Today auf ein Minecraft-Lied um. From Frötze with Love. No Milk Today, nee. From Frötze with Love ist geil. Nee, da hätte ich mich jetzt besser vorbereiten müssen, da hätte ich einen Text haben müssen. Ich habe keinen Text hier und Text kann ich mir nicht merken, das geht nicht so. Nee, das funktioniert nicht. Ich krieg ja nicht mal die deutsche Nationalhymne hin, ich bitte euch, ja. Jetzt an alle Zuschauer, wer von euch kriegt die deutsche Nationalhymne hin, ohne bei Google nachzusehen? Ja. Ein einziger. Und alle gucken nach und alle. Kommentare. Genau, und alle schreiben es in die Kommentare. Aber das ist für eine komische Katze eigentlich. Sag die nicht. Das ist meine Katze. Die hat ganz schön große Augen. Die heißt meine Katze. Ja, die kriegt ja auch was von dem Stoff ab. Dinge. Muss er noch was machen oder? Dinge. Er muss ein Gedicht aussagen. Das hatten wir noch nie. Ganzes Gedicht? Der denkt ja eins aus. Ja, er spinnt doch total. Ja. Dann eins anfangen, ja. Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal fortbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Balle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und in vollem Bade sich irgendwie ergieße. Den Rest habe ich vergessen. Davon gab es doch auch mal ein Lied. Nicht schlecht. Eines war irgendein Gedicht, was ich irgendwann mal lernen musste. Kann aber auch davon gab es mal ein Lied. Walle, walle, doch, da gab es mal ein Lied von. Das hat dann ein Kinderchor gesungen oder so. Tatsächlich, keine Ahnung. Also, ja. Ich würde ihn ganz gerne noch Spliefen sehen. Ich da rezitiert der Goethe, ey, eiskalt. Wie wär's mit Spliefen? Ich glaube, das. Ihr habt noch nach meinem Lieblingsfach gefragt und dann wollte es gar nicht mehr wissen, fällt mir gerade ein. Ja, naja. Ja, erzähl mal. Und komm mal mit, wir machen noch was. Komm mit, hatte eigentlich kein Lieblingsfach. Philosophie. Ich mein, Sport war ganz gut, ja. Sport war ganz okay. Und dein Hassfach? Mathe. Mathematik, Physik, Latein. Sehr gut. Die ganzen guten Fächer. Wem muss ich denn folgen? Oh, ich hab mich gerade verlaufen, verfolgen die anderen. Du musst generell zu diesen beiden Türmen, die mit der roter Wolle ausgekleidet sind. Wieder so ein Phallus-Symbol, ist halt ein bisschen komisch. Was? Was für ein Phallus-Symbol? Ich erklär dir die Regeln, dann, wenn du mal hier. Du kannst hier runterklettern, die Ranken. Ach Quatsch! Da springen wir runter. Die Ranken runter. Das halten wir aus, das bin ich gewohnt. Meinst du unsere Rakete oder was? Ach, eine Rakete sollte sein, okay. Ja. Macht's doch gleich. Ja, das andere sah aus wie ein. Komm mal hier auf die Seite. Nach links, du musst nach links gehen. Nach links. Folge mir. Hier, hallo. Ja, hoch, da, dachte ich wieder. Nein, nicht hoch. Nein, nicht hoch. Komm hier, hier, Eike, hier, hallo, ich. Mich mit dem Knochen. Geht so Fee? Geht so Fee? Ach so, du meinst die Frau mit dem Bart, jetzt sag's doch endlich. Ach, das bin ich auch gewohnt, meine Frau. Ja, nimmst du dir jetzt eine Diamantschaufel raus? Diamantschaufel, gut. Und dann kommst du dir hoch. Ich nehme mir einen türkisfarbenen Löffel. Genau. So, pass auf. Sinn ist es, du darfst nur noch die Erde betreten. Ja, hier ist der Dreck, ne? Und darfst da nicht runtergehen. Und Sinn ist es, die anderen runter zu. Verstehst du, ne? Also, du gräbst unter denen die Erde weg, so. Damit die da runterfallen. Und wer als letztes oben ist, hat gewonnen. Aha, okay, verstehe. Mach mal wieder zu. Ich hab kein Holz dabei. Keine Erde dabei. Warte, ich mach's eben jetzt. Wo muss ich stehen? In einer Ecke am besten oder am Wand halt erstmal. Und dann fangen wir gleich an. Soll ich mitmachen? Wir sollen alle mitmachen. Wie immer halt, ne? Achso.
Damit es auch richtig schön Chaos ist. Damit er nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Kann ja sein, dass ich mal aussetzen soll. Nein, was ist mit denen da oben? Marv? Lucantra? Ja. Runterkommen, los. Komm her, du gewinnst doch eh wieder. Wenn ich gewusst hätte, was ich hier für eine Kacke machen muss, ey. Au. Wärst du besser so? Blieft. Wer hat denn gedacht, dass du das kaputt machen darfst, Marv? Ich war das nicht. Ich bin runtergeschlagen. Mensch, Marv. Ach, das war Rio. Na egal. Nein, Lena? Ich war das nicht. Lena? Ja? Lena? Kommst du auch runter? Nö, ich guck zu. Okay, dann ja, sind eh zu viele hier. Ja, dann fangen wir jetzt an. So, auf 17. 1, 2, 17 wollte ich sagen. Darf ich erst 17 sagen, nachdem ich... Nee, du hast schon gesagt, wir fangen jetzt an. Du bist draußen. Ich hab gesagt 1, 2 und auf 17, aber 17 wurde noch gar nicht gesagt. Ich mach jetzt wieder hier. So, jetzt können wir anfangen. Los, anfangen! Anfangen! Bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Egal, jetzt kannst du einfach anfangen, dann ist gut. Er rennt hier einfach nur rum. Wer rennt mir denn die ganze Zeit hinterher? Ihr müsst auch buddeln, ne? Ihr sollt nicht nur rennen. Nein! Der hat mich denn da gehauen. Das ist eine Frechheit. Ich kann wenigstens schon mal die Schippe wegpacken, ist auch gut. Ihr sollt euch nicht gegenseitig hauen? Ja, mein Gott, als ob ich es beeinflussen könnte. Ihr seid ja lustig. Der Frenkel wartet einfach nur auf. Auf Holz gelaufen hier, Frau Fee. Deine Oma ist auf Holz gelaufen. Stirb! Ja, Rio läuft auch aus dem Holz, ja? Aus dem Holz. Er läuft aus dem Holz. Ihr dürft nicht auf Holz laufen. Da hat mich jemand gehauen. Ja, der Marv, der cheatet. Ey, Fee. Ich bin runtergefallen. Wo cheate ich? Hab ich jetzt gewonnen? Nee, nicht so ganz. Warum? Ich wurde gehauen. Jetzt, oh, ich hab hier das an. Du hast nicht gewonnen, weil du... Fee bunkert sich ein, ist voll gut, ja. Na gut, dann habe ich halt verloren. Fee hat gewonnen. Ja, oh, sich so. Hat gewonnen! Mit schädiges Einbunkern, ey. Mir doch egal, ich wollte einmal gewinnen, ich will einmal auf diese Liste. Ich werde nie wieder gewinnen. Wahrscheinlich nicht, ne? Au! Au! So, jetzt könnt ihr die Schippe wieder wegpacken und repariert mal oben die Löcher jetzt wieder. Bin gefallen. Damit wir beim nächsten auch wieder machen können. Ich habe gewonnen. Das kannst du auch in deine Minecraft-Games aufnehmen. Muss er nicht. Ach so, nee, wir hatten jetzt bei den ersten, die wir jetzt gemacht haben, hatten wir 5 Disziplinen. Das hat schon gereicht. Ich hab das hier jetzt so ein Turnier, so ein Spleef-Turnier, Spleef nennt sich das, bei meinen 5000 Abonnenten-Special gemacht, da waren auch irgendwie genug Leute dabei und das ist ganz gut angekommen. Ich habe keine Erde mehr, wer hat die ganze Erde? Ich hab 11 Erde, ja, von mir aus. Ja, dann mach noch mal die Löcher zu, oder gib mir das genau. Danke. Ich glaube, wenn der Fachmann das zoomt, geht das schneller. Ja, ich verbaue mich auch wirklich. Rio, du hast die ganze Erde, oder? Mhm. Das ist also eine Rakete, na gut. Ja, damit fliegen wir bald, wer weiß schon wohin. So, dann würde ich sagen, sind wir jetzt fertig, dann machen wir jetzt... Mehr Erde habe ich nicht. Was? Ich hast so viel Erde aufgehoben, wo ist die denn hin? 14 Erde war da unten. Frenkel, steckst du die Schaufel wieder zurück? Ach, kann ich die nicht mitnehmen? Nee, die müssen wir zurückstecken. Die ich sind sehr rar hier. Ich dachte, das wäre eine Souvenir. Ist leider kein Werbegeschenk, tut mir leid. Wir verteilen später noch Kärtchen und Kugelschreiber. Aber warum, wenn ihr zum Beispiel die kleinste Geige der Welt haben könnt und Diamantschaufeln, warum habt ihr dann keine Rasierapparate für eure Frauen hier? Das ist doch kacke. Die wollen das mit dem Bato. Richtig, Das steht uns. Das war bei den Zwergen damals nicht anders. Ja, genau. Dachte ich es doch. Naja, gut. Oben mit Bart, unten ohne. Ja, genau. So magst du Rather am liebsten bei sich. Ja, da habe ich gerade wieder Bilder in meinem Kopf. Oh Gott! Wie schön! Willkommen in der Minecraft-Wiege! So, machen wir eine Verabschiedung. Hier gewittert es draußen. Auf Wiedersehen, Niveau. Danke, dass du dabei warst. Schön, dass du zugeschaut hast. Leider ist es jetzt schon wieder vorbei. Wir treffen uns hier auf der Treppe, wo ihr gerade schon steht. Und der Rest bitte auch noch kommt. Habe ich jetzt eigentlich mit meinem Gebäude gewonnen, mit meinem Monument? Total. Ich hab gewonnen, gell? Ich hab gewonnen, ne? Gell? Ich hab gewonnen, gell? Ja, du hast gewonnen. Dein Preis ist ein Schlag von jedem von uns. Nein. Das ist ja ganz toll. So was Schönes habe ich ja noch nie geschenkt gekriegt. Hört auf. Ich hab gewonnen, stimmt's? So. Ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Du kriegst ein Steak. Aber das sieht aus wie Pizza in meinem Texture-Pack. Das ist Pizza in meinem Texture-Pack. Nimm jetzt das Steak und das Brot und...
So, okay. Welches Texture-Effekt benutzt du denn? Irgendeins. Können wir eine Verabschiedung machen oder lassen wir es? Diese Frage wird unbeantwortet bleiben. Ihr werdet es nie herausfinden. Und wir sind auf dem Steak irgendwie so eine Eiterbollen drauf. Eiterbollen. Also wir rufen alle Tschüss oder sonst was auf 17 wie immer. Ciao. Man kennt das ja schon. 1, 2, 17. Eiterbollen Steak!